Herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video zeige ich euch meine Jahresperformance. Viel Spaß mit dem Video. So, fangen wir an. Da habt ihr meine Performance von heute an gesehen, rückwirkend ein Jahr. Letztes Jahr 2018/19 habe ich auch gepostet gehabt. Das gibt es auch in der Akademie im Mitgliederbereich, da erzähle ich ein bisschen mehr. Ich habe mir gedacht, ich zeige euch das hier einfach mal, um einfach zu zeigen, wie professionelles Trading an erster Stelle geht. Und viele werden hier auch sich selber ein bisschen etwas erkennen und vielleicht sehen, was sie alles so machen an der Höhe. An der Trade-Höhe, sagen wir es mal so, also wie viele Trades man eingeht. Schaut euch mal eure Performances an und dann seht ihr mal einen kleinen Unterschied, wie ich das so mache. Das ist jetzt ein Live-Account, einer meiner Live-Accounts, sagen wir es mal so. Das ist jetzt die Plattform Volvix nochmal. Ich arbeite mit der Plattform Volvix. Das ist ein unabhängiges Programm hier. Ich kann hier nichts drehen oder Zahlen reinschreiben oder etc. Also an irgendwas rumspielen. Man sieht hier ganz genau, es ist live geschaltet, es läuft. Hier mein Account. Heute haben wir den 12.04. Genau. Ich habe jetzt mal die wichtigsten Punkte erstmal alle ausgeblendet. Die, wo für mich wichtig sind, die, wo ich auch nicht preisgeben möchte. Das Wichtigste ist einfach, dass ihr hier meine Performance seht. Wie viele Profit-Trades ich mache innerhalb eines Jahres jetzt. Und wie viele Verlust-Trades ich mache und wie viele 0-auf-0-Trades ich sozusagen mache. Was sieht man hier? Erstmal da oben mein Account. Ich habe ihn hier auch ausgeblendet, hier ganz oben, dass man einfach nicht sieht. Das ist meine Nummer, dass man meinen Account verfolgen kann. Dann hier, das ist jetzt der Ticker, das ist jetzt das Orderbuch, Order Window hier über Volvix. Da kann ich meine Performance Report aussuchen und dann Daten eingeben, Datum eingeben und ja, genau. Einfach rausfiltern, was ich alles dort gemacht habe. Hier sieht man auch CTG Live Konto. Genau, hier habe ich das Datum eingetragen, Ticker natürlich, alle Ticker gewählt und alle Orders. Und jetzt sieht man komplett, was ich mit diesem Account innerhalb eines Jahres gemacht habe. Dann sieht man hier meinen Accountnamen, alle Symbols und die Trading-Periode vom 1.4.2019 bis jetzt, bis heute, 12.04.2020. In der letzten Performance, da wo ich das letzte Mal die Performance gezeigt habe, das war letztes Jahr, da war es auch so im April rum, da saß ich ja auch da und deswegen habe ich gedacht, okay, komm, jetzt kann ich es einfach nochmal machen. Diesmal aber auch öffentlich, bisschen, genau. Den Rest hier, den zeige ich nicht, das sind alles private Sachen. Ich möchte einfach nicht zeigen, was ich verdiene, das braucht nicht jeder wissen, denn der Geldbeutel ist jedem sein privates Ding. Und ja, meine Nachbarn, meine Bekannten, wo in meiner Ausbildung drin sind, das hat eigentlich niemanden zu interessieren, genau. Das Wichtigste sieht man hier alles, meine Profit-Trades, meine Loss-Trades und meine Zero-Trades. Ich habe 435 Profit-Trades gemacht, 77 Verlust-Trades innerhalb dieses Jahres und 13 0-auf-0 getradet. Also wenn man das jetzt ausrechnet, sind es so knapp über 500 Trades gewesen. Ja, Performance so um die 80% kann man sagen. Jetzt blöd gesagt, nicht ausgerechnet. Wenn es einer gut ausrechnen kann, der soll es mir ausrechnen und in die Kommentare bitte reinhauen. Genau, also letztes Jahr war ich ein bisschen besser, glaube ich. Da muss ich nochmal gucken. Aber ich halte mich gleich und ja, das passt eigentlich alles im Großen und Ganzen. Ich wollte es jetzt hier einfach nochmal zeigen. Die Leute, die sich mit Volvix auskennen, die sehen ganz genau, dass es hier der Performance Report ist, dass ich hier genau meine Performance anschauen kann. Ich wollte hier einfach nur damit zeigen, wie ich trade, um hier auch einfach mal ein Statement zu setzen, um den Leuten hier zu zeigen, okay, der Typ kann traden, er kann es, er macht es schon seit mittlerweile 13 Jahren, 14 Jahren jetzt, beschäftige ich mich mit der Börse, Entschuldigung, ich habe ein, zwei Jahre später mit dem Trading angefangen, aber um einfach hier den roten Faden zu setzen und das Statement zu setzen, meine Performance nochmal vom letzten Jahr. Die vom, also von diesem Jahr, ein Jahr rückwirkend, die vom letzten Jahr habe ich ja schon gepostet gehabt vor einem Jahr. Was habe ich noch zu sagen? Eigentlich nichts Großartiges.
So, das war's vom ganzen Thema. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Informationen wollt, einfach unten in die Kommentare schreiben. Wer mich nicht kennt, wer das Video zum ersten Mal sieht, klickt auf meine Webseite und lest meine Webseite durch. Dort werdet ihr alles erfahren. Für Informationen, Kontakt, schreibt mich an per E-Mail. Auf Instagram könnt ihr mich anschreiben, da bin ich am aktivsten. In diesem Sinne, das war's. Den Leuten, denen es gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben, kommentiert fleißig. Und der Rest, der wo einen Daumen nach unten geben möchte, der darf auch gerne einen Daumen nach unten angeben. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Macht's gut!